Hey, mein Name ist Totilas und ich erzähle dir heute meine Geschichte. Viel Spaß. Und es begann so. Eines Tages kam die Besitzerin zu meiner Mutter. Da es seit vielen Tagen geregnet hat, war meine Mutter in einem offenen Stall drinnen. Tage und Tage vergingen. Und dann war ich da. Ich, der kleine Totilas. Ich wusste natürlich nicht, was später alles auf mich zukommt. Aber ich war ja noch ein Fohlen. Meine Mutter kümmerte sich gut um mich, bis sie sich eines Tages aus Versehen das Bein in dem Zaun verklemmte. Sie konnte sich nicht mehr um mich kümmern und sie wurde weggebracht. Ein Tag war ich ganz alleine später hier. Ich muss sagen, es war schrecklich. Ich war ganz alleine und hatte keine Freunde. Das Einzige, was vielleicht Spaß gemacht hat, war irgendwas in den Boden zu malen. Mehr aber auch nicht. Das einzige Gute an dem Sand war, dass ich mich wälzen konnte. Aber ohne meine Mutter war alles viel schlimmer. Eines Tages kam die Besitzerin wieder. Hey, du, komm her. Natürlich gehorchte ich und kam her. Ich wusste nicht, was sie vorbereitet hatte, aber ich dachte, sie hätte meine Mutter wieder. Ich bringe dich zu deiner Mutter. Und schon war alles wieder gut. Ich freute mich so sehr. Natürlich folgte ich ihr, aber ich wusste nicht, dass es ein Hinterhalt war. Ich ging in einen Transporter rein und dann war ich hier. Deine Mutter kommt. Los, geh rein. Hopp, na los. Sie sagte es in einer nicht freundlichen Stimme. Gut. Ach, wie einfach das nur ist. Adieu. Na, du gehörst jetzt mir. Wo ist meine Mutter? Wo? Hab doch kleine Angst. Ich werde dir schon nichts tun, wenn du mir gehorchst. So. Aus dir wird ein gutes Pferd. Au ja. Wir sehen uns morgen wieder, Fohlen. Das war alles, was sie mir sagen will. Ich stehe hier im Regen, sie geht nach Hause oder wohin sie auch immer geht und lässt mich einfach hier allein. Vielleicht ist auch ein Caroline bloß gefolgt. Warte mal. Das ist ja kein Stahl oder ein Metall. Kann ich mich einfach bewegen? Aber es ist echt schon schwer. Ich muss es nur irgendwie zum Umkippen bekommen. Ja. Ich bin frei. Okay, gut. So. So, passt schon. Noch das Gatter zu machen und wird schon keiner merken. Hier, schnell weg hier. Wenigstens bin ich jetzt weg. Doch da hatte ich mich getäuscht. Ich versteckte mich im hohen Gras. Na los, weiter. Oder warte mal. Lau! Danke. Ah, du. Na los, Meteor, los. Los, Meteor. Oh. Du kommst jetzt mit. Los, Meteor. Du weißt ja sonst, was passiert. Na los, Kleiner. Aber danke, dass du mich gewarnt hast. Ach, kein Problem. Abmarsch. Da ihr euch ja so gut kennt, könnt ihr auch da beide zusammen rein. So, das habt ihr davor. Was wird jetzt geschehen? Das weiß ich selber nicht. 2 Jahre später. Nun war ich 2,5 Jahre alt. So, jetzt will ich dich reiten. Na los, dreh dich. Ich musste ihr ja gehorchen. Kurze Zeit später. Na los, sie üben in der Halle. Die Reithalle erinnerte mich sehr an meinen vorherigen Stall. Na los. Und ich konnte die Tricks schon einigermaßen gut. Aber ich war nicht zufrieden. Das muss ich wirklich zugeben. 1, 2, 3, yep, yep, yep. Was hast du nicht verstanden? Du, ich habe dich gewarnt. Was will sie dann von mir? Ich kann doch dafür nichts. Ich will einfach nicht geritten werden. Ich will kein Reitpferd werden. Ich will kein Dressurpferd reden. Egal, wir machen weiter. Ob du es willst oder nicht. Mir egal. Hey, Papa.
Patricia. Hast du mich Patricia genannt? Ich habe doch gesagt Patricia. Ach, ist das dein neues Pferd? Ja, und du hast auch anscheinend ein neues Pferd, ja? Ja. Wieso? Bist du eifersüchtig? Wie alt ist es denn? Es ist 2,5 Jahre alt. Das ist ja schon ein junges Pferd. Das ist ja halb noch ein Baby. Tja, man muss irgendwelche Manieren setzen. Okay. Guck mal, was ich und Butchers können. Butchers, komm. Naja, Butchers, komm. Butchers, ja. Also ja, irgendwie so in der Art. Ah ja. Willst du an dem Turnier teilnehmen? Du meinst in Dundle? Nein, das andere. In Firgrove? Ja, in Firgrove. Ja, warum nicht? Ich meine, Butchers ist schon ein gutes Pferd. Ja, und Tutilas wahrscheinlich auch. Tutilas? Das ist aber ein cooler Name. Ja, hoffentlich wird er es auch meistern. Aber eine Sache noch vorab. Du darfst ihn nicht so weit ausstrecken. Ich meine, er ist noch so jung. Er wird da schon gebacken bekommen. Mach dir doch da keine Sorgen, es ist mein Pferd. Mit der kann man ja nie vernünftig reden, ne, Butchers? Komm, lass uns weiter üben. Du kriegst ja auch bald deine Pause. Komm, Butchers, komm. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Fein, fein gemacht. Und weiter. So. Das hast du davon. Ich lass dich jetzt einen Tag so stehen. Und du bekommst kein Trink und kein Wasser. Bis morgen dann zum Turnier. Ha! Schon morgen? Ich kann doch fast gar nichts. Außerdem tut mein rechtes Hinterbein ganz doll weh. Aua. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich kann das nicht mehr. Aber sie zwingt mich ja. Oh, ich schwer. Das ist noch draußen. Und es hat geregnet. Es ist kalt. Alles tut weh. Oh, ich kann das nicht mehr. Am nächsten Tag. Na? Hier gibt's kein Faulenzen. Steh endlich auf. Aua. Ach gut, da muss ich dich auch gar nicht mehr putzen. Na los, ab in den Transporter. An alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das Turnier beginnt gleich in 10 Minuten. Ich werde sie dann aufrufen. So. Hey, Patricia. Hey, bist du auch gerade mit Butchers gekommen? Ja, ich sitze aber so komisch. Tja, ist nicht mein Pech. Oh, ist alles mit Totilas okay? Schau mal seine Hufe an. Seine Hufe, die sind schon okay, okay? Du meinst. Schau doch mal Butchers Hufen an. Ist das Gleiche. Wann hast du ihn eigentlich eingeritten? Gestern. Warte, was? Gestern? Ja, gestern. Wieso? Hallo? Du hättest ihm ein paar Jahre Zeit geben müssen. Es ist nur ein alles Turnier. Es ist kein alles Turnier. Da kann man tolle Preise gewinnen. Und ich muss außerdem meinen Platz vertreten. Ah, du hast sie doch nicht mehr alle. Doch, ich hab alle. Tschüss, ich gehe jetzt. Totilas! 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 Gott, der Arme. Okay, Butchers, wir müssen irgendwas dagegen tun. So habe ich Patricia noch nie gesehen. Na los! Als erstes Laura auf Butchers. Okay, Butchers, wir sind dran. Das schaffst du schon, mein Großer. Viel Glück! Warte mal. Die kenne ich doch. Das war meine Besitzerin. Hey. Okay, Butchers, wir sind gleich dran. Als erstes verbeugen. Einmal drehen. Butchers. Fein und los. Guck mal, Butchers, jetzt kommt auch die Sonne raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fein! Okay, jetzt die Piorette. Travesale. Okay, gut. Hast du super gemacht. Das war Laura auf Butchers. Dankeschön. Ups, aber hast du super gemacht, Butchers. Ja. Jetzt Totilas, Patricia. Ja, genau. Patricia auf Totilas. Verbeugen. Verbeugen. Okay. Versammelter Galopp.
Okay. Da beugen. Mir verdorrt die Kontrolle. Los, Totila, steh auf. Wir müssen doch am Turnier teilnehmen. Totilas, komm. Totila, das ist doch nicht dein Ernst. Steh jetzt auf, sonst. Okay, los, Butcher. Du kannst ja nicht einfach aufs Feld rennen. Spinnst du? Ich dachte, du wärst meine Freundin. Kia, Laura, jetzt hast du gar keine Freunde mehr. Weißt du, es ist mir sowas von egal, ob wir Freunde sind oder nicht. Du bist eine Tierquälerin. Was kann ich denn dafür, wenn er nicht mehr kommt? Es sind keine ollen Sportgeräte, du. Tja, und? Wie und? Und was ist denn mit Butchers? Du kriegst dann doch Butchers auch. Butchers ist was anderes als Totilas. Und außerdem sind Butchers und ich ein Team. Er kann mir schon zeigen, wenn er was nicht mag. Tja, denn nicht. Tschüss, ich geh dann mal. Du kannst doch nicht einfach dein Pferd liegen lassen. Hilfe! Sie können doch hier nicht einfach stehen und zugucken. Rufen Sie den Krankenwagen. Sagtest du Totilas? Ja, haben Sie keine Ohren? Las Totilas? Aber können Sie jetzt nicht einfach mal diesen Krankenwagen rufen? Bitte! Es war früher mal mein Pferd. Es ist mir egal. Rufen Sie jetzt bitte den Krankenwagen. Okay, mache ich ja. Warte doch mal. Okay. Ja, danke. Tschüss. Das ging ja schnell. Tja. Ich habe früher Totilas verkauft. Und ich wusste nicht, dass jetzt hier landet. Vor 2,5 Jahren? Ja, ungefähr. Warte, komm, machen Sie die Trense ab. Totilas, Totilas. Hey, mein Großer. Halten Sie sich bitte einfach mal fair. Hey, es wird alles gut, okay? Bring dich zu mir nach Hause. Leg dich hin. Ja, fein. Ganz ruhig. Schließ die Augen. So ein bisschen Sand sollte das Bein kühlen. Hey, es wird alles gut, mein Großer. Meine Besitzerin wird sich um dich kümmern. Danke. Ach, kein Problem. Der Krankenwagen ist da. Okay, gut. Los. So endet meine Geschichte. Ich habe eine fast ganze Reithalle für mich und Bugs. So endet meine Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Dann lass doch ein Like und ein Abo da. Das würde mich übrigens auch sehr freuen. Und außerdem, wie findest du die Geschichte? Schreib doch einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und außerdem würde ich mich auch noch freuen, wenn du sagst, wie du Dressurreiten findest. Ich auf jeden Fall. Blöd, aber es gibt natürlich verschiedene Reiter. Das ist natürlich von Reiter und Reiter unterschiedlich. Ich wünsche dir einen tollen Tag und bleib gesund. Bye. Und für einen zweiten Teil likest du gerne. Tschüss.